Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für jeden Dachrinnenreinigungsdauerauftrag erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Barisch, Glückwunsch gestern 3:1 den SC Paderborn, die erste Liga geschossen, aber viel wichtiger, der Matchwinner mit 3 Toren. Ja, Glückwunsch dazu und beschreib mal, wie kam es dazu? Ja, erstmal Dankeschön. Geiles Gefühl, einen Hattrick zu erzielen. Ist mir noch nie gelungen. Und gestern zum ersten Mal ist ein unglaubliches Gefühl. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, dass wir nochmal am letzten Spieltag alles gegeben haben. Und ja, persönlich halt natürlich ist man immer zufrieden, wenn man einen Hattrick schießt. Und für mich war es das erste Mal. Und deswegen bin ich auch ein kleines bisschen stolz auf mich. Und es war sehr gut. Patrick Dabarisch hat vorne die Tore gemacht und du hast hinten die Tore verhindert. Und gemeinsam, ihr beide habt dann die 3 Punkte gestern festgehalten. Naja, der Barisch hat echt ein herausragendes Spiel gemacht gestern und dafür gebührt ihm auf jeden Fall ein großer Dank. Er hat uns den Weg geebnet. Ich stehe dafür hinten drin, dass ich versuche, die Bälle nicht reinzulassen und habe auch das versucht und konnte der Mannschaft damit auch ein bisschen helfen. Und somit, glaube ich, hat gestern jeder seinen Job absolut zufriedenstellend und gut gemacht und deswegen haben wir auch gewonnen. Brian, kannst du dich erinnern an das Wintertrainingslager? Da hast du und Linus ein Versprechen abgegeben, dass ihr nochmal ein Interview in Deutsch absolviert bei uns bei Dynamo TV. Wie sieht es bei dir aus mit der Sprache? Ich denke, es geht ganz gut. Ich kann ja natürlich noch besser machen, aber mit Sprachunterricht und so, dann geht es gut. Ich verstehe im Training fast alles und aber natürlich, ich muss mehr üben. Meine Deutsch ist nicht gut, aber ich verstehe 90%, aber reden ist schwer. Wie fühlst du dich hier im Verein und auch in der Stadt? Wie war das Jahr jetzt für dich gewesen? Ich habe ein ganz gutes Gefühl. Also mein erstes Jahr in Dynamo Dresden ist mit vielen positiven Momenten und natürlich bin ich persönlich ganz zufrieden. Also meine Verletzung ist für mich natürlich, ich bin natürlich frustriert, aber die ganze Saison ist natürlich will ich einen höheren Platz für das Team. Also persönlich bin ich zufrieden. Wie wichtig war nach der durchwachsenen Saison, dass ihr euch nochmal mit so einer guten Leistung vom Publikum hier in Dresden verabschiedet habt? Ja, sehr wichtig. Ich meine, wir wissen alle, dass die Saison nicht gut war. Wir wissen auch, dass wir viel mehr drauf haben und deswegen war es toll, dass wir den Fans noch so einen Sieg geben konnten und uns auch so in die Sommerpause verabschieden konnten. Ja, es war wirklich ein schwieriges Jahr, diese Saison. Da tut der Sieg natürlich nochmal gut, ist Balsam auf die Seele. Es war ein persönlicher Abschluss, wie ich schon gesagt habe. Und ich glaube, dass wir schlussendlich jetzt alle froh sind, dass das Jahr auch vorbei ist und wir in ein paar Wochen wieder erholt und voller Kraft wieder starten können. Und jetzt geht es erstmal, sich zu erholen und sich wieder zu fokussieren dann für die kommende Saison. Und da werden wir wieder versuchen, alles rauszuhauen und hoffentlich dann auch besser abliefern, wie wir uns das alle wünschen. Ja, die Saison war es, glaube ich, up and down für die Mannschaft. Aber ich glaube, nach Christian Fjell, dann geht richtig gut und wir haben den Klassenerhalt 2-3 Runden vor dem Saisonabschluss gehalten. Und für mich, glaube ich, war eine gute Saison. Ich habe richtig viele Spiele gespielt. Nur nach dem Christmas
Christmas, ja, habe ich so 5-6 Spiele nicht gespielt. Aber danach mit dem neuen Trainer habe ich, ja, glaube ich, alles gespielt. So für mich eine gute Saison, für die Mannschaft auf eine okay Saison. Dein Deutsch ist super. Wo hast du das so gut gelernt? Ja, hier in der Kabine mit meinen Mannschaftskollegen. Ich habe probiert, aus Tag 1 zu sprechen. Und sie haben auch mit mir richtig korrekt machen und hat mich korrigiert und so. Und dann, ja, etwas ein bisschen natürlich für mich. Keine Ahnung warum, aber es geht gut. Wenn du zurückblickst auf die Saison, auf die ganzen Spiele, auf die 34, was war so der Moment, der bei dir hängen bleibt? Ist es vielleicht das eine Tor in Köln, was du geschossen hast? Nee, ich denke mal, das von gestern, mein Hattrick, das bleibt mir in Erinnerung. Das von Köln, ja, super Tor. Aber die Niederlage will ich vergessen, auch wenn es so ein schönes Tor war. Ich gehe lieber in die Sommerpause mit dem Spiel von gestern. Nach der Saison, jetzt nach den 34 Spieltagen, was bleibt dir in Erinnerung, eine besondere Erinnerung? Die Unterstützung von den Fans ist ja die beste in der Liga. Auswärts gegen Hamburg und Köln mit 5 bis 8.000 Fans. Das ist ja. Und jedes Heimspiel mit 30.000 ist die beste von Dresden. Hier war eine richtig gute Erfahrung. Ich habe. Das ist ein richtig spezieller Verein. Mit den Fans und so, das habe ich nicht erlebt in meiner Karriere. Ich wünsche alles hier viel Erfolg und ich hoffe, dass Dynamo Dresden auch in der Zukunft Step by Step besser machen. Ist ein richtiger Traditionsclub, Verein. Und ich hoffe, dass Step by Step besser gehen. Was hast du dir für das nächste Jahr vorgenommen? Für Dynamo? Ja, also ich will in die besser halb von Tabellen liegen und ja, dann, also ich denke, dass wir jeden Spiel hart arbeiten müssen und ja, also ich denke, heute war ein gutes, ich weiß nicht in Deutsch, Example, aber also wir müssen jeden Spiel und jeden Tag im Training hart wirken und hart arbeiten und ja, dann denke ich, die Ergebnisse ist auch da. Wohin geht die Reise jetzt für dich? Weißt du das schon? Also fußballerisch? Ne, keine Ahnung. Ich habe noch 2 Jahre mit Utrecht. Aber ich glaube, alles ist offen. Ich habe hier eine okay Saison, gute Saison gemacht. So, wir müssen sehen. Utrecht spielt jetzt Playoff für Europa League. Und dann nach der Saison will ich ein Gespräch haben mit der Geschäftsführung. Da kommt auch ein neuer Trainer nach der Saison. So, dann müssen wir sehen. Dario, vielen Dank. Dankeschön. Für deinen Einsatz, für deine Leistung und alles Gute für dich. Vielen Dank. Danke dir. Danke.